Das ist der neue Skoda Fabia. Herzlich willkommen bei Ausfahrt TV. Bei uns erhaltet ihr die ausführlichsten Videokaufberatungen im deutschsprachigen Raum. Stets gleich aufgebaut. Könnt ihr auch ganz bequem unterschiedliche Fahrzeuge vergleichen. Kostenlos für euch dank unserem Partner leasingmarkt.de. Und hier ist der Schlüssel mit ausklappbarem Schlüsselbad von unserem heutigen Testwagen. Das ist der Skoda Fabia als Ambition. Wir haben diesmal nicht die höchste Ausstattungslinie und den größten Motor genommen, sondern eine kleinere Ausstattungslinie mit dem kleinen Motor. Der Skoda Fabia, das ist ein Fünftürer aus dem Segment der Kleinwagen. Drei Mitbewerber hätten wir exemplarisch für euch. Das wäre einmal das Konzerngeschwisterchen, den Seat Ibiza, den haben wir euch neulich erst vorgestellt. Der Opel Corsa gehört mit dazu. Und der Hyundai i20. Der Skoda Fabia wurde als vierte Produktgeneration im Mai 2021 im Internet erstmals vorgestellt. Er wird in Mladá Boleslav, Tschechien gebaut. Zum Zeitpunkt unseres Tests lag noch kein Euro-NCAP-Crashtest-Ergebnis vor. Der Skoda Fabia ist gewachsen. 111 mm länger ist er geworden. Der Radstand ist davon um 94 mm angewachsen. Das Auto steht 48 mm breiter da. Und dennoch haben sie es geschafft, bei der Zunahme der Größe den CW-Wert von 0,32 auf 0,28 im Idealfall zu verbessern. Serienmäßig hat der Fabia jetzt LED-Scheinwerfer. Komfortabler ist auch geworden. Auf Wunsch gibt es eine beheizbare Frontscheibe und ein beheizbares Lenkrad. Die Sitze haben eine Lordosestütze, auf Wunsch gibt es Ambient Light, 9 Airbags in der höchsten Ausbaustufe machen das Auto natürlich sicher, genauso wie neue Assistenzsysteme. Der Travel Assist ist zumindest optional jetzt auch im Fabia erhältlich. Der besteht ja aus einem adaptiven Spurhalteassistenten und einem adaptiven Tempomaten. Skoda bietet den Fabia zu einem Basislistenpreis von 16.290 Euro an. Wir haben die Ausstattungslinie ein bisschen den kleinen Motor handgerissen und kommen auf einen Listenpreis von 23.360 Euro. Wir haben das Auto wie immer für euch konfiguriert, die Konfiguration auf unserer Homepage hochgeladen. Den Link zur Homepage findet ihr da oben oder unten. Natürlich kann man den Skoda auch kaufen, aber wer sich überlegt, so ein Auto zu leasen, der sollte auf jeden Fall bei unserem Partner leasingmarkt.de vorbeiklicken, surfen natürlich. Der erste Link hier direkt unter unserem Video bringt euch zu den Leasingangeboten von leasingmarkt.de bezüglich des Skoda Fabias. Da gibt es die guten Schnapper, denn Leasingmarkt sammelt immer die besten Leasingangebote im Internet ein und präsentiert sie euch auf der Seite, also unten einmal auf den Link klicken. Unverbindlich anfragen und vor allen Dingen auch kostenlos. Wenn ihr nichts verpassen wollt, nicht vergessen zu abonnieren und auch schön die Glocke anmachen. Unter der Haube des 2021 Skoda Fabia 1,0 MPI Evo Ambition befindet sich ein 1 Liter rein Dreizylinder Motor als Sauger. Der Verbrenner leistet 80 PS und hat ein maximales Drehmoment von 93 Newtonmeter, welches zwischen 3700 und 3900 Umdrehungen pro Minute anliegt. Geschaltet wird mittels 5-Gang Handschaltung. Der Fabia hat stets Frontantrieb. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 15,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 179 km/h. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller nach WLTP beträgt 5,1 Liter auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 115 Gramm pro Kilometer. Die NEFZ-Werte 4,5 Liter bei 104 Gramm pro Kilometer. Vollgetankt mit 40 Litern Super kommt in dem Idealfall 780 Kilometer weit. Optional kann man den Skoda Fabia auch noch mit einem leistungsstärkeren Benziner bestellen. Später sollen noch ein 66 und ein 150 PS Benziner folgen. Zum Marktstart bringt Skoda den Fabia in 5 Ausstattungslinien insgesamt, denn eine davon ist die First Edition und die ist zeitlich limitiert. Da könnt ihr einen guten Schnapper machen, was die Ausstattungsaufpreise angeht. Schon in der Basis kommt das Fahrzeug mit normalen LED-Scheinwerfern. Die optionale Variante bietet dann volle LED-Scheinwerfer mit einer etwas höheren Leuchtkraft. Uns haben sie das Fahrzeug übrigens in der Ausstattungslinie Ambition gegeben und das ist die zweitniedrigste Ausstattungslinie. Haben wir uns diesmal bewusst gewählt, weil gerade bei so einem kleinen Wagen, das für euch da draußen bestimmt interessant ist, auch mal eine kleinere Ausstattungslinie zu sehen. In der Basis steht der neue Fabia auf 15 Zoll Stahlfelgen und die würden auch zu unserer Ausstattungslinie gehören. Skoda hat auf unser Fahrzeug die optionalen 16 Zöller montiert. Es geht noch hoch bis 18 Zoll, wer sich größere Felgen wünscht. Wir haben eine Bodenfreiheit bei dem Fahrzeug von 138 mm.
mm. Zwei Fahrwerke stehen optional zur Verfügung. Entweder geht es 15 mm nach unten, das nennt sich dann Sportfahrwerk, oder es geht 15 mm nach oben, das ist dann das Schlechtwegefahrwerk und es bietet einem wohl tatsächlich 15 mm mehr Bodenfreiheit. Ja, neun Grundfarben, muss ich sagen, stehen zur Verfügung. Unsere Farbe, die wir euch hier zeigen, ist das Moon White Pearl Effect. Und man kann die Farben noch kombinieren mit einem grauen oder mit einem schwarzen Dach. So hört er sich an, der 3 Liter, nein, der 1 Liter Reihen-Dreizylinder, der hier verbaut ist, der Sauger. Und das Auspuffrohr könnt ihr übrigens nicht sehen, das ist auf der linken Fahrzeugseite versteckt hinter dem Stoßfänger. Immerhin haben sie sich lächerliche Blenden gespart. Die Rückleuchten, das ist interessant, ich spiele die ja derweil schon durch. Ein bisschen LED ist dabei, aber maßgeblich sind es wohl normale, alte, herkömmliche Leuchtmittel. Mit der Funkfernbedienung kann ich aus der Ferne das Fahrzeug ver- und entriegeln und auch die Fenster öffnen und schließen. Das Fahrzeug ist jetzt verriegelt. Optional gibt es auch elektrisch anklappbare Spiegel mittlerweile beim Fabia, aber unser Modell hat das nicht. Und genauso gibt es ein Schließsystem, bei dem ich jetzt hier nur die Hand in den Griff legen muss und dann öffnet sich das Fahrzeug oder entriegelt sich das. Das hat unser Fahrzeug halt auch nicht in der Ausstattungslinie Ambition, mangels Optionswahl, sodass ich die Tür wirklich hier mit der Funkfernbedienung entriegeln muss, um sie öffnen zu können. Ja, beim Einstieg geht es natürlich ein Stückchen nach unten. Es ist nun mal ein Kleinwagen und so viel Bodenfreiheit hat er nicht. Wir haben ja nicht das Schlechtwegefahrwerk. Trotzdem, ich finde, der Einstieg ist noch bequem. Herzlich willkommen im Innenraum, hier von meinem Skoda Fabia in der Ambition Ausstattungslinie. Ein paar Optionen sind mit an Bord, schaut einmal in die Ausstattungslinie. Die passt nicht hundertprozentig, weil ich glaube, dass das Fahrzeug für einen anderen Markt konfiguriert worden ist. Bei uns wäre der ein bisschen besser noch ausgestattet, weil die Pakete halt anders liegen. Ja, ich fange jetzt auch gleich an mit dem Materialcheck und wir haben hier einen harten Werkstoff, aber das möchte ich einmal zeigen, weil ich es richtig cool finde. Hier auch Formteile aus hochglänzend schwarz, wo das Fabia eingeprägt ist. Und das ist dann auch nicht mehr hochglänzend schwarz, sondern ein bisschen matt. Also ich finde es richtig schick, auch wenn man es beim Fahren gar nicht so sieht, an beiden Seiten vorhanden. Täuscht aber nicht darüber hinweg, dass das alles harter Kunststoff ist. Bis hier unten hin, dann haben wir ein lackiertes Kunststoffteil und hier unten ein bisschen Stoff. Darunter dann das Handschuhfach und der Decke, das ist auch harter Kunststoff. Schauen wir in den Fußraum, wir haben den Teppich ziemlich eingesaut. Und hier haben wir auch harten Kunststoff bis oben hin. Und dann die Mitte einmal abgeschwenkt, bisschen hochglänzend schwarz ums Display herum. Auch das ist harter Kunststoff, dann der Stoff. Und hier zwischen immer harter Kunststoff, ein bisschen hochglänzend grau, ne? Das ist gar nicht mal schwarz. Und hier das gleiche hochglänzend, im hinteren Bereich dann auch harter Kunststoff. Die Armlehne ist mit Stoff bezogen und der Sitz, der ist ebenfalls mit Stoff bezogen und zwar komplett bis oben hin zur Kopfstütze. In der Tür haben wir oben wieder harten Kunststoff, bis hier unten hin tatsächlich. Dann ein Stückchen Stoff und im unteren Bereich halt auch harten Kunststoff. So sieht es auch aus bei der A-Säule. Der Himmel, der ist dann mit Stoff bezogen. Darunter spüre ich aber sofort die Dachpappe. Ja, ein preiswerter Kleinwagen, was willst du erwarten? Keine Wunder, ich finde es harmonisch gestaltet, aber der Anteil von hartem Kunststoff ist natürlich schon hoch. Dann machen wir weiter mit dem Punkt Ergonomie. Ich zeige euch die ganzen Funktionen. Ich starte das Fahrzeug tatsächlich mit dem Schlüssel. Hier irgendwie Keyless starten ist nicht vorgesehen. Und dann melden sich hier die ganzen Systeme. Wir haben hier oben das große Navi als Option mit drin. Das ist natürlich ein Touchscreen, den ich hier bedienen kann und lustig rumswipen kann. Darunter zwei Lüftungsdüsen. Wenn ich die Pins nach innen schiebe, kommt keine Luft mehr aus der Düse und sonst kann ich die frei verstellen. Dazwischen, nee, erstmal machen wir die äußere Lüftungsdüse. Auch die kann ich frei verstellen. Die ist rund angelegt. Und hier kann ich den Pin ebenfalls nach innen schieben, wenn ich keine Luft mehr haben möchte. Zwischen den Lüftungsdüsen dann den Warnblinkschalter, der schön mittig angebracht ist, hochglänzend schwarz, den kann ich trotzdem gut sehen und erreichen. Eine Etage tiefer haben wir dann die beiden Klimazonen, die ich hier steuern kann.
ne, Drehrad und Drehrad. Dann haben wir darunter die Klimaanlage mit zwei Klimazonen, die ich getrennt voneinander starten kann. Ich kann auch hier Menü drücken und dann wird mir oben das Ganze nochmal angezeigt. Hier die Einstellung könnte ich genauso dann hier vornehmen, wenn ich denn möchte. Wir haben eine zweistufige Sitzheizung, auch die meldet sich oben im Display, aber auch hier ist sie zu sehen im kleinen Display. Die wärmt den Sitz erstmal richtig schön heiß an, dann wird das aber relativ schnell wieder kühler. Ja, hier in der Mitte, links und rechts vom Schalthebel, haben wir einmal Start-Stopp deaktiviert. Die Zentralverriegelung kann ich schließen, bedienen und dann kann ich hier noch die Parkpiepser deaktivieren. Als Handbremse habe ich hier noch einen richtigen Hebel. Hier, das ist das Lenkrad, wie wir es kennen aus den neuen Skodas, ein Speichenlenkrad, also ein Speichenlenkrad oder zwei Speichen nennt man das eigentlich. Ne? Auf jeden Fall hier kannst du durchfassen und es ist auch ein Multifunktionslenkrad, wie man unschwer erkennen kann. Das Lenkrad ist im Übrigen mit Leder bezogen, das Leder hat aber keine Kontrastnaht, sondern das ist hier eine schwarze Naht. Das Leder, ja, nicht wirklich weich. Das Lenkrad, das kann ich manuell verstellen. Und das ist hier der komplette Radius, den ich zur Verfügung habe. Ja, egal wie ich es mir einstelle, nee, ist gar nicht wahr. In der tiefsten Position verdeckt der obere Lenkradkranz hier Teile der Rundinstrumente. Und das ist gerade beim Tacho ein bisschen nervig, wobei die digitale Geschwindigkeit, die kann ich dann noch ablesen. Auf dem Lenkrad links kann ich das Infotainment-System steuern, unter anderem hier die Lautstärke skippen und die Spracherkennung aktivieren. Auf der rechten Seite ein Knöpfchen für die Assistenzsysteme, die sich dann da melden. Und hier kann ich durch den Bordcomputer durchschalten mit den beiden Elementen. An der Lenksäule rechts habe ich den Scheibenwischerschalter für die Scheibenwischer vorne und drücken bzw. wir ziehen den Scheibenwischer hinten. Auf der Gegenseite dann klassisch der Blinker, Lichthupe, Fernlicht natürlich. Dann kann ich hier oben den Tempomaten aktivieren oder deaktivieren und über die Wippe die Geschwindigkeit setzen. Links neben dem Lenkrad kann ich das Licht von der Höhe verstellen und habe den klassischen Drehschalter hier zum Ziehen, zum Aktivieren, wenn ich das, die Nebelscheinwerfer oder die Nebelschlussleuchte aktivieren möchte. In der Tür dann hier die vier elektrischen Fensterheber, die hinteren kann ich sperren und die Spiegelverstellung, unsere Spiegel lassen sich beheizen, aber nicht elektrisch anklappen. Ich bin 1,80 Meter groß, die Mütze nehme ich mal ab, presse mich in den Sitz, der im Übrigen ganz heruntergefahren ist und zwischen meinen Kopf und den Himmel passt mehr als eine aufgestellte Faust auf jeden Fall. Ich kann den Kopf auch frei bewegen und habe hier genug Platz. Die Mittelarmlehne allerdings, das sieht man glaube ich ganz gut, die ist nur für einen Arm geeignet. Wenn ich jetzt nach vorne schaue, das Cockpit, das ist zwar hier ein bisschen aufgesetzt und steht so ein bisschen über, trotzdem habe ich eine relativ große Fläche, das Armaturenbrett. Und das suggeriert eine gewisse Weite, dazu noch der Himmel und die A-Säule eher heller gehalten. So wirkt das Auto schon ein bisschen luftiger. Allerdings, ich bin hier mit Alex jetzt den ganzen Tag durch die Gegend gefahren. Man merkt schon, dass man in einem Kleinwagen sitzt. Ne? Das kann hier auch die ganze Optik nicht kaschieren. Ja, die Sitze habe ich euch schon gezeigt. Ich bin jetzt, ich glaube, 3-4 Stunden mit dem Auto unterwegs gewesen, mit Unterbrechungen natürlich. Ich habe die als angenehm empfunden, unter anderem aber auch wegen der Lordosestütze. Die habe ich mir ganz rausgefahren. So kann ich ganz bequem sitzen. Der Seitenhalt der Sitze ist eher marginal und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mir auf Dauer ein bisschen zu weich werden vom Sitz selber. Das ist der Endbildschirm, wenn ich das Fahrzeug ausgestellt habe. Jetzt starte ich das Fahrzeug nochmal, dann seht ihr hier die komplette Lichtorgel. Das gibt den Fabia jetzt auch mit dem virtuellen Cockpit. Unser Fahrzeug hat aber noch die klassischen Rundinstrumente. Also auf der linken Seite ein Drehzahlmesser, eingelassen die Kühlwassertemperaturanzeige. Auf der rechten Seite dann der Tachometer, eingelassen die Benzinanzeige. In der Mitte der schwarze Bereich, monochrom nennt man das auch, also schwarz-weiß, ist dann der Bordcomputer. Hier habe ich einmal die mehrere Bereiche, durch die ich durchschalten kann. Und es gibt dann auch die Fahrdaten, Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Ja. Und das ist so alles, was man sehen kann. Für mich wichtig, ich kann mir die digitale Geschwindigkeit hier auch einblenden lassen. Denn ehrlich gesagt, den Tacho finde ich sehr schwer abzulesen.
Ja, einmal der Rundumblick. An der B-Säule kann ich gut vorbeisehen. Das gilt auch für die A-Säulen. Das in Rot sind die Jungs, die die Autos sauber machen, freundlicherweise. Die A-Säule, okay, da sitzt ihr. Im Übrigen das Auto, der Graue, da sitzt Eckert von Asphaltart gerade drin. B-Säule in Ordnung und hier die C-Säule, gerade mit der ausgefahrenen Kopfschütze, wo der Alex eben noch gesessen hat. Da haben wir einen toten Winkel. Wenn ich nochmal weiter, swipe wollte ich schon sagen, weiter schwenke da hinten raus, habe ich aber eine ganz gute Sicht. Und da ist auch das Auto zu Ende zum Rangieren natürlich ganz einfach. Den toten Winkel lasse ich gar nicht entstehen, weil ich natürlich vorher brav in den Außenspiegel schaue und somit den toten Winkel auflöse. Die Spiegel finde ich fast ein bisschen klein. Natürlich passend für einen kleinen Wagen, kleine Spiegel, aber ich hätte auch nichts gegen eine etwas größere Spiegelfläche. Und das gleiche gilt dann auch für den Innenspiegel. Mit einem Blick kann ich zwar in den Spiegel schauen, erfasse aber nicht unbedingt die komplette Fensterfläche. Unser Fahrzeug ist auch nicht mit einer optionalen Rückfahrkamera ausgestattet, sondern hier nur mit Parksensoren vorn und hinten, die sich dann, ja, jetzt wollen sie sich gar nicht melden, eben haben sie noch gepiept wie verrückt, ja, wollen sie jetzt einfach nicht, aber ihr seht zumindest, wird mir der Wendeausschlag quasi noch angezeigt und wenn man dann die Rückmeldung der Parkpiepser hier in Balkenform noch hat, dann hat man eine gute Idee, wo man langfahren kann und wo man besser nicht langfährt. Ja, im Grunde habe ich euch jetzt alles gezeigt. Das Einzige, was noch fehlt, und es ist mir ein bisschen unangenehm, weil ich hier mitten in der Stadt bin mit Touris und, ist aber die Hupe. Und wie hört sie sich an? Miep. Nicht ganz so respekteinflößend, wie man sich das vielleicht als Fabia-Pilot wünscht. Aber man kann ja nachrüsten. Gut, dann machen wir weiter mit dem Ablagencheck. Ich zeige euch einmal die ganzen Ablagen hier im Auto, wie auch noch ein paar Komfortfunktionen, die ich eben ausgelassen habe, weil sie nicht in den Kontext passen. Ich fange wie immer an mit den Türtaschen. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen lauter, weil da irgendwie draußen Alarm ist. Da habe ich meine beiden Musterflaschen dabei. Y-Food ist mein Partner. Die kredenzen euch, wenn ihr denn wollt, eine ausgewogene Trinkmahlzeit. Hier in der Geschmacksrichtung Vanille und als vegane Lösung. Und die nennen das so, weil sie jede Menge Mineralstoffe und Vitamine mit in das Getränk packen. Ich finde es ganz interessant. Nicht ganz interessant, ich mache gerne Werbung dafür, weil 500 Milliliter nur 500 Kalorien haben. Mich aber 4 Stunden lang satt machen und es ist auch kein unangenehmes Sättigungsgefühl, wie ich das habe, wenn ich manchmal in der einen oder anderen Fastfood-Kette esse. Dann schlinge ich das immer so rein und mir ist ganz schlecht und ich weiß nicht, wie viele Kalorien ich zu mir genommen habe. Darum mache ich gerne Werbung für Y-Food und kann euch das nur anraten, das selbst mal auszuprobieren, wenn ihr das wollt. Es gibt da unten Bestellcode und dann könnt ihr bei der ersten Bestellung 10% sparen. Das Ganze gibt es auch noch als kleine Flasche, 330 Milliliter, hier als Cold Brew Coffee, kann man auch gut trinken. Die Flaschen habe ich immer dabei, um euch hier eine Vergleichsmöglichkeit zu geben durch die ganzen Autos. Und ich habe sie ja schon seit Jahren jetzt quasi dabei. Man sieht das hier, der halbe Liter hat ein bisschen Platz und Spiel. Das heißt, man kann auch gut eine Literflasche unterbringen. Die kleine Flasche, die muss ich hier schon ziemlich reinpressen. Also eigentlich funktioniert das nicht. Hier, da hinten seht ihr es noch orange blitzen. Das geht also noch nach hinten weiter, das Fach. Und da kann man die Warnweste verstecken, sodass man den Bereich hier hat, um wirklich Sachen abzulegen. Noch ganz kurz, wo ich die Tür eh offen habe. Hier auf der linken Seite des Lenkrades habe ich auch noch ein Fach. Das ist zwar harter Kunststoff, aber hier unten zumindest noch eine Klemmmöglichkeit für Tickets oder Karten, also Tankkarten zum Beispiel. Wenn ich die Türen schließe, und das kann ich hier über diesen Griff, den ich mal hervorheben möchte, weil ich ihn ganz cool finde, komme ich auch noch gut an das Getränk und kann das hier locker entnehmen. Und das könnte ich genauso noch gut, wenn es eine Literflasche wäre. Ja, super Skoda hier. Sie nutzen den Cliphalter hier vorne tatsächlich, um was anzuklipsen. Nämlich unser Auto hat die Nummer 2. Hier ist also ein Simply Clever Tickethalter, ne, für Parktickets oder. Dann der nächste Bereich, der befindet sich dann hier. Da habe ich einmal 2 USB-Anschlüsse, wie ihr seht. Hier auch nochmal ein Clip. Und das finde ich auch pfiffig, ein Stiftehalter in Form eines Gummibandes. Das ist eine große rutschfeste Matte ohne weitere Funktion. Und wenn ich jetzt hier mein Telefon nehme, das ist ja das iPhone 11 Pro Max. Genau, nicht das 12er, nee, habe ich noch nicht. Dann passt das hier auch ganz gut hinein. Also da kann ich es auf jeden Fall ablegen, allerdings nicht während der Fahrt laden. Und so sieht das aus, wenn Skoda für sich selbst Werbung macht. Fabia Media Lounge Flaschen brauchen wir aber nicht.
Und sonst würde ich doch nicht einfach meine Y-Food-Flaschen hier mitnehmen. Wir haben also hier zwei Getränkehalter. Und ich prüfe mal eben, ja, die sind beide gleich groß. Im vorderen habe ich diese Nöpsis, damit kann ich dann PET-Flaschen, also 0,5 geht das, glaube ich, hier reindrücken. Und dann kontern die sich quasi und man kann die dann öffnen. Haben wir aber nicht. Und wir haben nur die Y-Food-Flaschen. Den halben Liter müsste ich jetzt ziemlich reinpressen. Die 0,33 Liter Flasche kippelt ein bisschen rum, kippelt aber nicht raus. Unten ist das Ganze auch noch rutschfest ausgekleidet und im vorderen Bereich nicht. Da haben wir irgendwie harten Kunststoff gerippelt. Ja, vielleicht kann man das auch, ist das gewünscht? Nein, das ist nicht gewünscht, dass man das zeigt. Dann haben wir die Armlehne, die kann ich nicht verstellen, nicht ausziehen, aber aufklappen. Dann gibt es hier auch nochmal ein Fach, da habe ich einen 12-Volt-Anschluss, den ich nutzen kann und noch ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz heißt, die passt schon nicht, also noch weniger Platz, als hier so eine 0,33 Liter Flasche zu verstauen. Des Weiteren gibt es ein Handschuhfach, das öffne ich mal, da sind so ein paar Sachen von Skoda drin. Hier habe ich auch nochmal einen Kartenhalter und Münzhalter. Beleuchtet ist das Ganze nicht, aber wie man sieht, gewählt passt auch DIN A4 in das Fach. In der Sonnenblende habe ich einen Make-up-Spiegel, die sind allerdings nicht beleuchtet. Spiegelfläche, aber mittelgroß für ein kleines Auto, das ist imposant. Und hier haben wir auch nochmal einen Tickethalter für die Rettungskarte oder irgendwelche anderen Gegenstände. Ja, das Ganze kann ich auch zur Seite drehen, allerdings nicht nach hinten ausziehen, sodass hier noch ein Bereich frei bleibt. Und es gibt Haltegriffe an allen vier Türen. In der Dachkonsole haben wir ein großes Brillenfach, das ist auch rutschfest ausgekleidet. Im vorderen Bereich dann Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Im Übrigen gelbes Licht, ich glaube, ihr seht das. Und zusammen ist das dann auch die Einstiegsbeleuchtung. Für einen kleinen Wagen habe ich jedoch zahlreiche Ablagemöglichkeiten. Was ich schade finde, optional kann man sich hier tatsächlich noch den USB-Anschluss an den Spiegel setzen. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man hier Navigationssysteme nutzen möchte. Das hat unser Fahrzeug aber nicht, weil es optional ist. Gut, dann möchte ich noch kurz auf das Infotainment-System eingehen. Das ist aufpreispflichtig. Wir haben hier das Amundsen damit dabei. 9,2 Zoll groß ist das Ganze und ohne Aufpreis wäre ein deutlich kleineres System mit dabei. Gut, dann schauen wir uns das an. Wir haben einen Home-Button und der bringt uns zu dem Home-Screen. Eigentlich habe ich hier zwei an der Zahl. Ja, ich habe hier einen Home-Bildschirm. Der besteht aus 2x6 Kacheln, die ich irgendwie frei belegen kann. Und ich habe den Menüknopf, den finde ich wesentlich spannender, weil hier alle Funktionen in Iconform einmal gezeigt werden. Unter anderem der Bereich Radio. Hier kann ich erstmal die Quelle wählen. FM, DAB, Webradio, meine Medien, Bluetooth, Audio. Ich bin jetzt hier im Bereich FM, DAB. In Polen scheinen sie, doch haben sie auch, DAB, Radio Gdansk. Ne, wir sind ja hier, Polski Radio. Ich will jetzt hier nichts Falsches wählen. Aber Chopin kann man ja eigentlich nie was mit falsch machen, ne? Ist das Klassik? Dankeschön. Nein, ist irgendwie, ja. Wenn ich den Sender jetzt habe, könnte ich ihn hier abspeichern oder kann ich ihn hier auch abspeichern. Dann wird das Senderlogo entsprechend hier auch angezeigt und ich bin jetzt hier in der Favoritenspeicherliste. Der Sender selber, Chopin, jetzt wird mir noch angezeigt, was da gerade passiert. Und ich könnte jetzt auch noch einfach durch die Sender durchschalten, wenn ich das möchte. Ich habe eine Setup-Funktion, da gibt es unter anderem den Klang. Ich habe also einen dreistufigen Equalizer. Ich kann die Position, die Klangposition im Auto verändern und habe diverse Lautstärke-Anpassungen, die ich hier vornehmen kann. Ja, dazu dann noch Toneinstellungen. Gut. Soweit, so gut. Den Klang kann ich auch hier wählen. Dann gibt es den Bereich Medien. Auch hier kann ich nochmal zurückspringen. Im Prinzip ist das Gleiche, nur dass jetzt die Quelle Bluetooth Audio ist. Also haben wir auch da nicht so viel mit gewonnen. Hoppla. Dann gucken wir mal Fahrzeug. Da gucken wir natürlich gerne nochmal mit rein. Das sind die Fahrdaten hier, die ich mir ansehen kann.
Ich kann aber auch noch irgendwie den Fahrzeugstatus mir angucken. Ist halt relativ rudimentär, weil das Auto unten nicht so viel Ausstattung hat. Ich drücke immer auf den falschen Knopf. Fahrassistenzsystem hatte ich euch gesagt, auch da sind nicht so viel dabei. Die kann man hier auch entsprechend konfigurieren, wenn man möchte. Nein, jetzt Menü direkt. Man kann verschiedene Nutzer anlegen. Setup ist die generelle Einstellung hier vom Auto. Apple CarPlay funktioniert übrigens drahtlos. Zwar habe ich mein Telefon eingesteckt, aber selbst wenn ich das abziehe, bleibt Apple CarPlay halt am Leben. Und das wird mir hier auch vollflächig angezeigt. Über den Skoda-Button kann ich aber auch wieder zurückspringen. Gut, das bringt mich zu dem Punkt Navigation. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, ein Ziel zu suchen. Ich möchte ja immer in die Wertherstraße mit der Hausnummer 42 in Bielefeld. Jetzt hat er das Ziel gefunden, springt das auch entsprechend an, zeigt mir das Ziel auch an. Ich sage, jo, das passt. Und jetzt muss ich natürlich ein bisschen mehr rechnen, weil das immerhin fast 1000 Kilometer sind, 936, um genau zu sein. Um 2 Uhr morgens wäre ich zu Hause. Ich bleibe aber noch ein bisschen in Danzig. Wenn ich das Ganze abbrechen möchte, kann ich hier auf Stopp drücken. Ich kann auch noch zwischen 2D und 3D wählen. Also 2D Nord ausgerichtet, 2D Fahrtrichtungsausgerichtet und hier eine 3D-Ansicht gibt es auch noch. Dazu dann noch diverse Optionen, die ich hier nutzen kann. Stopp bricht das Ganze ab. Dann probiere ich hier auch nochmal den Spracherkennungsknopf aus. Fahre mich nach Bielefeld, Wertherstraße 42. Möchten Sie die Zielführung zur Adresse Bielefeld? Ja. Kann also beim Sprechen auch direkt unterbrechen, hat er sofort gefunden und sucht jetzt hier mir den Weg raus, zeigt mir die Route an, gibt mir noch Alternativen, die ich nutzen kann. Aber richtige Alternativen sind das nicht, ne? Eine Stunde länger oder 2,5 Stunden länger ist ja keine echte Alternative. Gut, brechen wir das Ganze mal ab an der Stelle. Kann ich euch noch darauf aufmerksam machen, nicht nur hier habe ich Kurzwahlziele, sondern hier auch. Also zu den Einstellungen komme ich hier hin, Navigation und so weiter und so fort. Ja, zum Soundsystem kann ich euch noch sagen, das ist das Standardsystem. Es gibt auch noch ein Skoda Premium-System, aber wir haben hier tatsächlich das Standardsystem. Das bietet auch einen ganz ordentlichen Klang für umsonst und Kleinwagen. Ja, ich finde das schon ganz, ganz ordentlich. Ein bisschen Bass haben wir. Man kann auch wirklich ein bisschen lauter drehen. Irgendwann verschwinden dann die Mitten. Aber im Großen und Ganzen finde ich das noch ganz in Ordnung. Nee, nicht ganz in Ordnung. Ich finde das sogar ganz gut. Punkt. Ja, gern zeige ich euch auch einmal das Platzangebot und die Ausstattung hier auf der Rücksitzbank des Kleinwagens. Ja, der Fußraum, das sieht nach gar nicht so viel Platz aus. Ich muss mich hier schon so ein bisschen reinfalten ins Auto, aber kann man machen. Ja, so sieht's aus, wenn ich direkt hinter mir sitze. Ein bisschen Beinfreiheit habe ich gerade noch. Meine Füße kann ich auch bis zum Spannen unter den Vordersitz schieben, obwohl der ganz heruntergefahren ist. Und wenn ich mich anlehne, dann passt zumindest noch eine Faust in flacher Form. Wie heißt denn das? Keine Ahnung. Quer. Halt zwischen meinem Kopf und den Himmel. Ich habe also ein bisschen Kopffreiheit. Und selbst wenn ich mit Mütze meinen Kopf zur Seite drehe, stoße ich hier nicht gleich an den Dachholm. Das heißt, ich kann hier so gut ein, zwei Stunden noch sitzen, ohne Probleme zu haben. Der Alex saß vorhin hier hinten, sagte aber, der Federungskomfort, der Fahrwerkskomfort ist auf den Vordersitzen deutlich angenehmer als hinten auf der Rücksitzbank halt, ne? Ja, schauen wir mal. Die Ausstattung hier hinten. Hier hinten in die Türtasche passt tatsächlich nur die kleine 0,33 Liter Flasche. Es geht aber auch hier in der Türtasche schön weit nach hinten. Da kann man noch Sachen durchschieben. Hier gibt es aber kein Fach, sondern da geht es nach unten. Wir haben aber elektrische Fensterheber. Die Scheiben sind getönt, sieht man auch ganz gut. Und die Fenster versenken sich vollständig. Ja, und wir haben eine Automatikfunktion, somit auch einen Einklemmschutz. Dann haben wir oben einen Haltgriff mit einem Kleiderhaken und ebenfalls, das finde ich schön, Leseleuchten für die beiden äußeren Sitzplätze. An der Rückseite der Vordersitze habe ich hier Dokumententaschen, da passt DIN A4 hochkant rein und jetzt auch ganz neu die Handytaschen. Das ist natürlich auch praktisch, nicht nur hinter dem Fahrersitz, sondern auch hinter dem Beifahrersitz.
In der Mitte haben wir zwei Luftausströmer, funktionieren wie vorne, bloß dass man hier diese Nippel, die Dinger nach innen schiebt, damit keine Luft mehr aus der Düse kommt. Aber ich kann die sonst auch frei verstellen. Und hier im unteren Bereich habe ich nochmal zwei USB-C-Anschlüsse. Es gibt sogar eine Mittelarmlehne, die ich ausklappen kann. Die hat allerdings ein bisschen Gefälle. Hier nochmal zwei Getränkehalter. Die große Flasche muss ich hier wirklich reinquetschen. Seht ihr hier, da wälzt sich schon das Papier. Die kleine schlackert eher rum, schlackert aber auch nicht raus. Von daher kann sie auch nicht rauskippeln. Die Armlehne kann ich selbstverständlich auch als solche nutzen, auch mit dem Gefälle und mir die hier mit meinem Mitpassagier teilen. Wird aber ein bisschen kuschelig. Kuschelig wird es auch, wenn hier drei Leute sitzen wollen. Ich bin hier schon weit über der Fläche. Das heißt, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde, auch. Das heißt, so viel Platz hätte ich, wenn ich zwischen mir sitzen wollen würde. Dann müssen die Personen, die hier zusammen Platz nehmen wollen, schon deutlich schlanker sein als ich. Die Gurte hier hinten könnten ruhig noch ein bisschen mehr Platz uns bieten. Da kann man gerade eben so Kindersitze und Babyschalen mit anschnallen. Die Türen öffnen auch nicht so ganz weit, aber immerhin weit genug, dass man auch Babyschalen und etwas größere Kindersitze hier einladen kann. Die Fenster, muss ich gerade überlegen, haben einen Einklemmschutz, die elektrischen Fenster, der auch sofort greift. Da kann sich also niemand wehtun. Die Isofix-Halterungen, sieht man hier, sind einfach offen zugänglich. Und die Gurtpeitschen hinten bei den Sitzen, die sind auch starrer Natur, sodass die Kinder sich selbstständig anschnallen können. Der Gurt für den dritten Sitzplatz, der ist hier auch direkt an der Rückenlehne angebracht. Den Schlüssel kann ich herausschnappen lassen und hier einmal überschließen. Dann aktiviere ich die Kindersicherung und die Kinder können nicht mehr die Türen von innen selbstständig öffnen. Wir haben Isofix-Halterungen auf dem Beifahrersitz. Und wenn ich da jemand festschnallen möchte, also einen Kindersitz, dann kann ich hier mit dem Schlüssel auch überschließen und den Beifahrer-Airbag deaktivieren. Wenn das Fahrzeug verriegelt ist, habe ich hier auf der Funkfernbedienung einen Knopf. Jetzt gehen die Blinker einmal kurz an und dann ist der Kofferraum und nur der Kofferraum entriegelt, bis ich ihn wieder schließe. Danach ist das ganze Auto dann wieder verriegelt. So, jetzt mache ich das aber mal auf. Der Taster hier unter dem O vom Skoda-Schriftzug und öffnen tut sich das Ganze federleicht durch die Gasdruckdämpfer. In den Kofferraum vom 2021 Skoda Fabia passen 380 Liter. Das sind im Idealfall 50 Liter mehr als beim Vorgänger. Bei umgeklappter Rücksitzbank erhält man ein Ladevolumen von 1190 Litern. Gerne präsentiere ich euch den Kofferraum. Wir haben hier eine leichte Ladekante und ich kann den Boden auch anheben, darunter entweder ein Fach. Ich kann den Boden auch tiefer legen, dann habe ich ein bisschen mehr Kofferraumvolumen oder ich nehme den Boden heraus. Das mache ich jetzt mal und dann kann ich hier nochmal anheben. Was ist das? Das ist neu. Das kann man hier rüberklappen und hat dann einen Ladekantenschutz gleichzeitig mit so einem Warndreieck. Und ich will euch aber auch zeigen, hier haben wir das Ersatzrad, ein 14 Zoll. Und den Wagenheber, ein bisschen Bordwerkzeug. Wir haben übrigens hier zweimal Zuösen, einmal oben, einmal unten und das auch vorne an der Stirnseite, da und da. Gut, die weitere Ausstattung, das Warndreieck ist hier festgeklemmt, das gefällt mir gut. Oben habe ich einen Taschenhaken und hier noch ein etwas tieferes Fach. Auf der Gegenseite Kofferraumbeleuchtung, hier auch ein Haken für die Taschen und das First Aid Kit. Der Sichtschutz hat hier ein richtiges Scharnier. Im oberen Bereich hängen wir allerdings nur die Lasche über den Nippel. Nach einem kurzen, herzhaften Schlag kann ich den Sichtschutz ausbauen. Im Nichtsichtbereich sieht man, dass es Presspappe ist und sonst haben sie es mit Filz besprüht. Praktisch im Übrigen, der Sichtschutz verschwindet hier im Kofferraumboden. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich hier ganz entspannt an die Entriegelung der Rücksitzbank. Die fällt im Verhältnis 60:40. Eine ganz ebene Ladefläche gibt es nicht. Denn nach vorne hin steigt das Ganze natürlich ein bisschen an. 454 Kilogramm darf ich zuladen, davon 75 Kilogramm aufs Dach schnallen. 75 Kilogramm ist auch die Stützlast der Anhängerkupplung, die es optional gibt. Mit der darf ich Hänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 800 Kilogramm, wenn der Anhänger gebremst ist. Sonst ist man reduziert auf ein Zuggewicht von 560 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem neuen Skoda Fabia. Ich wende hier mal, die Straße ist meines Erachtens schon ein bisschen deutlich enger. Komm, ich nehme den Grünstreifen noch ein Stück weit mit, als die Kraxer Straße.
Das ist immer geil, ne? Du willst rangieren und hast alles im Auge und dann haut er dir voll in die Bremse hier, das Assistenzsystem. Das ist ja nett gedacht, aber ich erschrecke mich immer. Ich denke, ich mache was falsch. Egal, bisschen dilettantisch gewendet. Wir sind in Polen, 10,4 Meter ist der Wendekreis oder beträgt der Wendekreis und ich drehe mal am Volant. Eine Lenkradumdrehung und eine Viertel, das heißt 2,5 Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Und die Servounterstützung für so ein kleines Auto, okay, könnte aber natürlich ein bisschen angenehmer sein. Aber man hat ja jetzt hier auch nicht viel zu tragen. Ja, guck mal hier. Gleich außerhalb geschlossener Ortschaft, dann versuche ich hier mal mit Vollgas loszufahren. Ich mühe mich, Kinder. Oh, hoppla. Grüße vom Getriebe. Ich sehe den Drehzahlmesser nicht. Das ist ein bisschen mein Problem. Und dann haben wir die 100 auch schon erreicht und jetzt bin ich, glaube ich, schon über der Höchstgeschwindigkeit gewesen. Das Ganze im dritten Gang von 0 auf 100 in 15,5 Sekunden. Das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 15,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht man dann übrigens irgendwann bei 180 km/h oder genauer gesagt 179 km/h. Ja, die Straßen in Polen zwischen hervorragend und besser als die deutsche Autobahn und was für ein Rübenacker. Wir sind eben auf einer Landstraße hier gefahren oder auf einer Straße, die uns im Navi angezeigt wurde. Das war ein Matschweg mit richtig tiefen Wasserlöchern halt. Die Straße ist jetzt hier okay. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist das Fahrwerk. Was für so einen Kleinwagen in dem Preissegment und jetzt auch gerade den wir hier fahren, wirklich komfortabel ist. Also bei dem schlechten Wegen, ich versuche hier mal gerade kein Schlagloch auszulassen, hier nochmal den Seitenstreifen ein bisschen mitgenommen, das schluckt der schon ganz gut weg. Natürlich spürt man es ein Stück weit, ne? Und man hört es auch ein bisschen, wobei selbst das, finde ich, ist nicht mal dramatisch. Also das Fahrwerk gefällt mir richtig gut in dem Kleinen. Das macht der Fabia schon sehr, sehr ordentlich. Und wir haben weder das Schlechtwegefahrwerk noch das Sportfahrwerk, was man sich ja optional nehmen kann hier. Ja, das Problem für mich mit dieser 5-Gang-Handschaltung ist relativ kurz erklärt. Ich bin sehr oft sehr viel im dritten Gang gefahren und habe es nicht mal gemerkt, einfach weil ich so ein Automatikgefühl im Kopf habe und im dritten zieht er halt und du kannst auch schön hochziehen, ohne dass der Motor jetzt so wahnsinnig laut wird. Ich demonstriere das mal eben, ne, so 60, 70, das ist jetzt von der Geräuschkulisse ist ja nicht so wahnsinnig laut. Ne? Klar, wenn ich jetzt hochschalte bis in fünften, dann wird es natürlich von der Drehzahl deutlich weniger und das Auto auch wieder ruhiger. Aber da man dann stets immer diesen Zug auf dem Gaspedal hat, bin ich halt sehr viel im dritten gefahren, was natürlich dem Verbrauch auch nicht gerade zugänglich war. Natürlich so ein bisschen mein Fehler, aber auf der anderen Seite, wenn du dieses Auto kaufst mit dieser Motorisierung, dann solltest du wissen, dass du sehr viel schalten wirst. Einfach auf der einen Seite, um im fünften immer stets schön effizient unterwegs zu sein, auf der anderen Seite aber zack, zack immer wirklich runterzuschalten, wenn du einfach mal ein bisschen Druck brauchst. Weil jetzt mal hier bergab, ne, Vollgas auf dem Gaspedal, passiert da gar nichts. Im vierten geht dann schon ein bisschen mehr, im dritten hast du dann aber eigentlich, hoppla, den Punch, den du gerne haben möchtest. Die Schaltkulisse sonst finde ich vollkommen okay. Schaltkulisse sehr schön präzise und die Schaltwege sind auch nicht zu lang. Die Lenkung auf der Landstraße wirkt wenig sportlich. Präzise kann man das gut noch nennen, aber es verleitet jetzt hier auch nicht wirklich zum Kurvenschruppen oder so. Ja, präzise einlenken lässt sich, aber so richtig sportlich oder flüssig oder so fühlt sich das nicht an. Da aber auch wieder, mein Gott, ich fahre ein Auto mit 80 PS, muss das auch alles gar nicht sein. Ne? Muss einfach da hinfahren, wo ich ihn hinlenke und das tut das Auto natürlich. Ja, zu den Bremsen. Wir haben am kompletten Fahrzeug Scheibenbremsen. Allerdings sind die hinteren optional. Ich glaube, irgendwie sowas wie 170 Euro. Sonst wäre das Fahrzeug mit mit Trommelbremsen ausgestattet hinten. Fände ich jetzt auch nicht so dramatisch bei der Motorleistung. Aber der gute Deutsche fühlt sich natürlich deutlich sicherer, ne? Wenn man hinten dann auch noch Scheibenbremsen drauf hat. Vom Bremsgefühl, alles entspannt. Ne? Also gut. Der wiegt jetzt nicht so viel, wir sind nie groß schnell gefahren, aber man kann die Bremse halt schön dosieren
und zur Not auch mal ein bisschen, ne, Dollar draufhauen, wenn es sich ergibt oder man muss, macht das Auto alles ordentlich. Also die Bremsen sind angepasst, angemessen, was auch immer. Der Kleine wiegt 1122 Kilogramm leer. Demgegenüber stehen halt die 80 PS, die dieser 1 Liter Dreizylinder Sauger leistet. Und somit kommen wir auf ein Leistungsgewicht von 14 Kilogramm pro PS. Das ist, glaube ich, jetzt der schlechteste Wert oder der unsportlichste Wert, sagen wir es mal so, den ich je hatte. Wir sagen ja immer 5 Kilogramm sportlich, 10 Kilogramm Familienkutsche, 15 Kilogramm sportliche Familienkutsche. Na, ihr wisst schon, was ich meine. War gar nicht so lustig, oder? Der ist schon fernab von sportlich und das liest sich ja auch in den Beschleunigungswerten hier von 15,5 Sekunden von 0 auf 100. Das Fahrzeug ist mit einem WLTP-Verbrauch von 5,1 Liter angegeben. Der NEFZ-Wert gar bei 4,5 Liter. Was haben wir verbraucht? Auf gut 200 Kilometer haben wir jetzt hier stehen auf der Uhr einen Verbrauch von 6,6 Liter. Das ist allerdings auch schon mit Kamerafahrten, wo ich ja immer wieder hochbeschleunige, schnell drehe und so weiter und so fort. Wir sind vorhin eine Strecke gefahren, da hatten wir einen Verbrauch von 5,8 Liter. Damit würde ich gerne rausgehen. Die 6,6 finde ich auch noch realistisch, wenn wir ein bisschen Autobahn dabei gehabt hätten. Wir fahren hier in Polen allerdings nur komplett Landstraße und ich glaube, eben als ich hochbeschleunigt habe, bin ich das erste Mal wirklich über 100 km/h gefahren, weil gestern auf der Autobahn, da konnte man wegen Stau auch nicht schneller fahren. Wegen eines Staus. Ja, ich kann euch nur sagen, bis 100 km/h fährt sich der Wagen auch schön ruhig. Keinerlei Windgeräusche, den Motor hört man dann auch nicht, wenn man im fünften unterwegs ist. Schneller können wir hier in Polen, zumindest da, wo wir uns hier befinden, in dem Umfeld von Danzig, leider auch nicht fahren für euch. Ja, mein Fazit, sofern ich das hier in Polen überhaupt ziehen darf und muss, im Bereich bis 100 km/h ist das Fahrzeug völlig ausreichend, allerdings wirklich auch träge. Man liest 80 PS und denkt, ach, so ein Kleinwagen mit 80 PS, da passiert schon was. Aber nee, der ist halt wirklich eher sparsam motorisiert. Die nächsthöhere Motorisierung wären die 110 PS. Und die würde ich, glaube ich, vorziehen, weil ich auch nicht glaube, dass man auf Dauer wirklich hier weniger verbraucht als mit dem größeren Motor. Da geht es dann halt wirklich nur um den Anschaffungspreis. Wenn man sich das leisten kann, würde ich, glaube ich, wirklich auf 110 PS gehen und zur Not lieber ein bisschen was an Ausstattung weglassen. Aber ich glaube, auch mit dieser 80 PS Variante bist du in der Stadt auf jeden Fall gut aufgestellt. Da wäre es mir ganz lieb, wenn er untenrum noch ein bisschen, also in den ersten zwei Gängen, ein bisschen spritziger wäre. Weil das hat man dann ja, dass man schnell mal aus einer Parklücke raus will oder. Das geht schon, aber du drehst hier richtig ordentlich hoch dann, ne? Und dann wird der Motor halt auch laut. Ja, und hier gerade im urbanen, ländlichen Bereich bist du hier nett auf. Also in Polen bräuchtest du nicht mehr als diesen Motor wirklich, weil viel halt sich im Bereich zwischen 60 und 90 abspielt. Und ja, wenn du mal schneller fahren kannst, kannst du ein bisschen Schwung holen halt, ne? Ja, Skoda hat die ganzen neuen Assistenzsysteme für das Auto freigegeben, beziehungsweise es gibt zumindest den Travel Assist, allerdings nicht in unserem Auto. In unserem Auto gibt es einen Tempomaten, der ist allerdings nicht adaptiv, sondern ich kann hier eine Geschwindigkeit einstellen, wenn ich möchte. Dann hält das Auto diese Geschwindigkeit halt auch und entweder breche ich den ab oder ich tippe die Bremse an, um ihn zu beenden. Ja, und das war's. Das macht er aber ganz gut halt, ne? Und die Geschwindigkeit halten. Natürlich gibt es auch einen Speed Limiter. Aber auch einen Spurhalteassistenten. Da finde ich ein bisschen schade, dass man, wenn ich hier die normale Cockpit-Ansicht habe, nicht wirklich erkennen kann, ob er jetzt nun die Spuren erkannt hat oder nicht. Jetzt gebe ich mal diese Ansicht oder wähle mal diese Assistenzsystem-Ansicht. Jetzt hat er die Spuren ganz offensichtlich erkannt. Ich steuere mal gegen.
und er fängt mich wieder ein. Und er wird mich auch ein zweites Mal einfangen, aber zur Not nehme ich mal selbst hier das Lenkrad in die Hand wegen der Leitplanke. Also vorhin habe ich es aber ausprobiert. Der schluckert dann halt so hin und her und hin und her und hin und her. Beziehungsweise irgendwann sagt er, hier habe ich gar keine Lust mehr, mach mal selber, du unaufmerksamer Fahrer. Und das war es dann auch. Ich glaube, in der Konfiguration ist noch mit angegeben, dass wir eine Verkehrszeichenerkennung haben. Haben wir aber nicht. Wir haben nur den Front Assist noch. Das heißt, der warnt mich, wenn ich hier auf irgendwas auffahre. Und gibt auch keinen Totwinkelwarner. Das sind alles Pakete, die kann man dazu buchen. Allerdings, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, dass man das in Ambition kann. Müsste man mal noch mal genauer im Konfigurator gucken. Aber es gibt ja auch viele Kollegen, die sagen, Assistenzsysteme, ich brauche die nicht, ne? Ja, ich finde die immer ganz praktisch, aber gerade bei so einem Kleinwagen, der eher innerstädtisch benutzt wird, müssen sie dann ja nicht unbedingt da mit an Bord sein. Ja, Kinder, das war's auch schon wieder. Das war unsere Vorstellung hier vom neuen Skoda Fabia, den wir in der Ausstellungslinie Ambition gefahren sind, mit dem aktuell kleinsten Benziner, handgerissen 5 Gänge. Zum Ende ja immer 2 Punkte, die mir negativ aufgefallen sind. Das eine ist mir im Konfigurator aufgefallen. Der Fabia ist je nach Ausstattungslinie doch recht nackt und dann muss man wirklich für jedes Teilchen bezahlen. Das sind alles so Kleckerbeträge, aber ich sag mal so, 20 Optionen nach 200 Euro machen auch 4.000 Euro. Da muss man halt schon genau gucken, man kann das natürlich auch positiv sehen, du hast erstmal einen niedrigen Basispreis und kannst dir ganz genau aussuchen, was du da haben willst in dem Fahrzeug, aber ich würde mir immer wünschen, man hätte schon ein etwas kompakteres Paket. So ist das eben. Der zweite Punkt, bei dem ich mir noch nicht ganz sicher bin, aber ich finde diesen Motor durchaus ein bisschen schwachbrüstig, auch für das kleine Auto. Nun bin ich natürlich sehr verwöhnt, das muss man dazu sehen, aber wenn es einem nur um den Verbrauch geht, denke ich, kann man auch locker diesen 110 PS Motor nehmen, weil der wird auch nicht weniger verbrauchen. Wir haben ja jetzt hier einiges verbraucht über die Landstraße. Das mag nicht exemplarisch sein, schon gar nicht vergleichbar mit unseren deutschen Verhältnissen. Aber es kam mir halt auch ein bisschen viel vor. Was mich positiv gestimmt hat bei dem Auto, ist auf jeden Fall das Fahrwerk. Hier in Polen sind nicht alle Straßen besonders gut. Und die, die schlechter sind, sind dann auch gefühlt gleich richtig schlecht. Trotzdem hat er sich hier sehr wacker geschlagen, fahrwerksseitig. Und trotzdem hat man auch das Gefühl, dass man die eine oder andere Landstraßenkurve auf jeden Fall ein bisschen schneller gehen kann. Ja, und was ich auch gut finde, ist halt, dass sie im Kleinwagen jetzt auch LED-Licht einfach in der Basis mit anbieten. Weil Licht ist wichtig und bedeutet auch gleich immer Sicherheit. Und ich finde LED-Licht auf jeden Fall besser als Halogen. Das soll es gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, was ihr da draußen sagt. Schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir freuen uns genauso wie über einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan. Ja, da bin ich doch nochmal. Ne? Wer nämlich sagt, Jan, der hat ja gar nichts an Ausstattung, ne? Wie sieht denn das richtig aus? Da möchte ich euch heute mal zu meinem Kollegen Eckert schicken. Eckert hat nämlich hier so einen Vollausstatter genommen. Ne? So sind die jungen Leute, denken überhaupt nicht an Geld, sondern nehmen einfach volle Hütte. Der ist auch den 110 PS gefahren. Als Hand. Oh, das sieht ja viel schicker aus bei dir innen drin. Ja, guck mal. Guckt euch das mal an. Könnt ihr alles beim Eckert sehen? Aswald Aas ist sein Kanal. Und wenn ich ganz gnädig bin, verlinke ich das auch unten. Der Eckert, Aswald Aas. Hör auf zu lachen. Warum? In meinem Kanal wird nicht gelacht. Hat keinen Spaß gemacht in deinem Kanal. Spaß ist gestern.